zum Beispiel Stiefvater misshandelt dieses Kind. Also warum macht ein Mensch so etwas? Die meisten derer, der Täter, sind eigentlich selbst Opfer gewesen. Wenn wir einmal eine Schwelle überschreiten und wenn wir einmal das Hemmnis überwinden, jemanden zu töten, werden wir es auch immer wieder tun. Und an dem Tag ihres Abschlusses. Und das Grausame war, ich sah sie dann fallen. Heute habe ich einen sehr, sehr besonderen Gast, Olaf Bak hier. Er ist Psychologe und wird uns heute sehr viele Fragen beantworten, was das Thema Psyche angeht. Herzlich willkommen. Ich bin ziemlich aufgeregt und freue mich auch auf das Gespräch. Ich habe viele Fragen. Meine Community hat viele Fragen und ich bin auf deine Antworten sehr, sehr gespannt. Magst du dich einmal vorstellen für die Zuschauer, bitte? Ja, selbstverständlich. Ich bin Olaf Bak hier, Psychologe aus Bad Zwischenahn, habe eine sogenannte psychologische Krisenintervention. Und seid herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, Olaf. Dankeschön. Dann würde ich vorschlagen, wir starten einfach direkt mit der ersten Frage. Und es gibt natürlich immer wieder Fragen, was geht in den Köpfen solcher Täter vor? Ja, also ich bin ja auf Social Media sehr aktiv, auf der Plattform TikTok, wo ich nur über solche Fälle quasi berichte, über Morde, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch und solche Geschichten. Ne? Und da stellt man sich immer wieder die Frage, was geht in den Köpfen solcher Täter vor? Zum Beispiel, ich würde mal vorschlagen, Thema Eifersucht. Es gibt viele Frauen, die der Gefahr ausgesetzt sind, umgebracht zu werden, weil der Mann einfach eifersüchtig ist. Was geht in den Köpfen solcher Menschen vor? Also, interessant. Was denkt er? Ja, weil viele Menschen sagen, Eifersucht ist Liebe. Aber genau das ist es nicht. Mhm. Eifersucht ist Besitzen. Und Menschen, die etwas besitzen, wollen es nicht hergeben. Und natürlich werden sie das verteidigen, was sie haben. Und dann sind sie zu allen Mitteln bereit. Zum Glück, und das muss man mal jetzt ein bisschen differenzieren, sind es eher die Narzissten, okay, die die Eifersucht dazu verwenden, auch mit Druck den Menschen nicht nur im Besitz zu haben und zu halten, sondern ihn auch so weitgehend zu manipulieren, dass er gar nicht erst auf die Idee kommt, wegzugehen. Narzissten haben ja das Problem bei Narzissten, sie sind auf der einen Seite voller Liebe, können in den einen Moment voller Liebe sein, sie können dir den Himmel auf Erden bereiten und in der nächsten Sekunde können sie kalt und sehr, sehr beleidigend und abwertend sein. Da kommt mir auch schon direkt die nächste Frage durch den Kopf. Wenn er denkt, dass es sein Besitz ist, es gibt ja auch viele eifersüchtige Männer, sage ich mal, die ihre Frauen auch umbringen wegen dieser Eifersucht, weil sie so besitzergreifend sind. Aber gerade dann, wenn er sie umgebracht hat, dann hat er auch nichts mehr, was er besitzt. Oder, das ist richtig. Versteht man das? Aber er ist sich dann auch sicher, oder sie ist es sicher, es sind ja nicht nur Männer, es sind ja auch Frauen. Natürlich auch Frauen. Die Täter sind sich dann meistens sicher, niemand bekommt mehr diese Person. Dass er sie nicht besitzt oder sie ihn nicht mehr besitzt, das ist das eine. Aber das Wissen darum, dass auch ein anderer oder eine andere sie ihn nicht bekommt, das ist das andere. Das ist der Punkt. Das ist der Wunderpunkt. Also ob dieser Mensch danach tot ist, ist egal. Das Hauptsache, es kriegt niemand anderes diese Person. In dem Moment auch, ja, völlig. Okay, Menschen, die sich an Kinder vergreifen. Sexueller Missbrauch bei Kindern. Das ist ein sehr breites Thema. Man darf auch nicht den Fokus auf einen Täter, also den Täter des Missbrauchs eines Kindes nehmen. Mhm. Es gibt nämlich sehr viele vielfältige Strukturen innerhalb der Psyche von Menschen. Es sind Richter, Staatsanwälte, die das tun. Es sind aber auch kleine Angestellte, es sind einfache Arbeiter. Ja, klar. Die Missbrauchsfälle in den letzten 3 Jahren, gerade als die Zeit begann mit Covid. Okay. Und wir diese Inanspruchnahme hatten, dass wir nicht mehr raus durften. Mhm. Da gab es so viele Missbrauchsfälle und ich war als Psychologe viel außerhalb unterwegs. Mhm. Ich hab Notfälle behandelt in Celle, Braunschweig, Hamburg, Hannover. Ich war jede Woche unterwegs und bin in Familien gekommen und habe festgestellt, dass der Missbrauch von Kindern so häufig und immens zugenommen hat. Nicht nur Missbrauch, auch die Misshandlung von Familienangehörigen durch Männer, aber auch durch Mütter. Ne? Ja. Das war immens hoch. Das hat mich erschreckt. Ich habe ja auch schon einige solcher Fälle gehabt, wo auch solche Tatopfer mir geschrieben haben, die anonym bleiben wollten. Ja, verstehe. Also sie haben mir mit ihren richtigen Namen geschrieben, ja. Mhm. Wollten, dass ich deren Geschichte auch erzähle, aber in anonymer Form. Ja. Wo wirklich Familienmitglieder, zum Beispiel Stiefvater, misshandelt dieses Kind. Also warum macht ein Mensch so etwas? Kann es sein, dass dieser Mensch vielleicht in seiner Kindheit
nicht diese Liebe bekommen hat, die er sich gewünscht hat, oder nicht die Zuneigung einer Frau bekommt. Die meisten der Täter sind eigentlich selbst Opfer gewesen. Lange Zeit Opfer gewesen. Okay. Von Kindheit an wurden sie genauso wahrscheinlich missbraucht und misshandelt von ihren Elternteilen oder von Verwandten. Hm. Und sie haben nicht gelernt, Moral und Werte. Moral ist ja eigentlich der Punkt, den wir haben. Moral haben wir, um abschätzen zu können, was ist gut für uns, was ist nicht gut für uns. Wenn wir einmal eine Schwelle überschreiten, diese Hemmnis überschreiten, jemanden weh zu tun, werden wir ihn immer wieder wehtun. Wenn wir einmal die Schwelle überschreiten, jemanden zu vergewaltigen, werden wir das immer wieder tun. Und wenn wir einmal das Hemmnis überwinden, jemanden zu töten, werden wir es auch immer wieder tun. Gibt es aber solche Menschen, die jemanden töten? Gibt es auch den Punkt, wo sie, natürlich gibt es ja auch viele Mörder, die auch ins Gefängnis kommen. Viele Mörder können nicht gefasst werden oder sonstiges. Aber die Mörder, die ins Gefängnis kommen, die eingesperrt sind, kommen die dann irgendwann wieder zu klarem Verstand und bereuen dann ihre Tat und denken, Mist, was habe ich da getan? Oder bleiben sie bei der Meinung und sind quasi der Meinung, dass sie das Richtige getan haben? Oder ändert sich das? Das ist auch ein sehr guter Aspekt, den du hier anführst. Nicht immer. Weil es ist die Motivation. Wenn einer, der wie zum Beispiel aus einer anderen Kultur kommt, ein Familienmitglied tötet, aus Ehre zum Beispiel, und er geht ins Gefängnis, dort hätte er die Zeit, darüber nachzudenken, was er gemacht hat. Vielleicht den Verlust zu spüren, den er eigentlich auch hinterlässt. Richtig. Ja, auch seinen Verlust. Mhm. Motiviert die Familie ihn, hält ihn für einen Ehrenmann, wird er diesen Aspekt ausschalten. Dann wird er sich immer und ewig glaubhaft im Klaren sein, er hat das Richtige getan. Wird die Familie allerdings sagen, das war nicht richtig, das war falsch. Das war ein Fehler. Dann wird er irgendwann auch darüber nachdenken können. Aber dazu muss man ihm die Gelegenheit geben. Ja, aber wenn er jetzt, sage ich mal, in der Zeit, wo er so eine Tat zum Beispiel plant, durchzieht, ins Gefängnis kommt, also er ist ja während der Tat meiner Meinung nach psychisch krank, aber wenn er dann ins Gefängnis kommt, darüber nachdenkt und dann zu dem Entschluss kommt, das war ein Fehler. Ich habe hier etwas Falsches getan. Kann er dann nicht noch kranker werden? Du meinst die Reue. Wenn er anfängt zu bereuen. Genau. Ob er dann noch psychisch kränker werden kann, wenn er darüber nachdenkt. Er kann natürlich in ein sehr tiefes Loch fallen. Und er wäre dann, wenn er irgendwann mal rauskommt, vielleicht gar nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen und so zu leben, wie es eigentlich sein müsste. Das könnte passieren, muss aber nicht. Weil ich stelle mir das so vor, wenn so ein Täter jetzt im Gefängnis ist und nach einer gewissen Zeit, dann ist das, wenn es dann Klick macht und er sieht, scheiße, ich bin im Knast und ich komme hier nicht mehr raus die nächsten 20, 25 Jahre. Gibt es auch solche Fälle, die dann komplett durchdrehen und in die Psychiatrie kommen? Und das gab es auch, sicherlich. Ja, ja, das gab es auch. Sowas kann auch natürlich sein, weil sie in der Kindheit auch, also quasi falsch erzogen wurden. Oder vielleicht eventuell Mobbingopfer waren und... Das Problem ist, auch wenn man in der Kindheit Traumata erlebt. Ein Traumata ist ein Erlebnis, was man nicht begreifen kann, was einen verletzt, was einen seelischen Schmerz bereitet. Auch wenn man in der Kindheit solche Traumata erlebt, muss das ja nicht heißen, dass wenn du älter wirst, so einen Weg einschlägst und auch nur andere terrorisierst, Traumata zufügst. Manche Menschen werden so sensibel, hochsensibel, dass sie genau das Gegenteil tun. Man darf das nicht alles pauschal sehen. Man darf das nicht alles schwarz oder weiß. Man muss schon etwas auch filtern. Es gibt Menschen tatsächlich, die sehr schweres Traumata hatten. Mhm. Und da könnte ich dir etwas aus meinem Leben erzählen, du würdest echt nicht glauben. Und ich bin heute das ganze Gegenteil geworden. Denn wenn ich das, was ich erlebt hätte oder was manche Menschen erlebt haben in ihrer Kindheit, das ausleben würden, was sie erlebt haben, dann hätten wir nur noch teilweise Psychopathen und Menschen, die hier amok laufen. Das ist Tatsache so. Wann wäre denn so ein Punkt, wo man sagen müsste, ich brauche psychische Hilfe? Die meisten gestehen sich das ja gar nicht ein, dass sie Hilfe brauchen. Weil immer noch dieser eine Punkt im Kopf besteht, wenn ich zu einem Psychiater gehe, bin ich krank. Und das wollen die wenigsten sich eingestehen. Richtig. Aber dass sie einen Psychologen, einen Psychiater auch wie einen Freund sehen können. Man kotzt sich sozusagen mal aus. Ja. Man bekommt ein kleines Feedback. Ist man auf der richtigen Spur oder muss man etwas verändern? Mhm. Das ist eigentlich nur hilfreich. Weil es, wie du ja schon sagtest, ist, wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, warum holst du dir nicht psychiatrische Hilfe oder warum gehst du nicht zum Psychologen oder warum machst du nicht eine Therapie? Das würde mich im ersten Moment echt runterziehen. Mhm. Ja, weil ich denke, warum sagst du so etwas?
Mir geht es eigentlich gut. Wenn du einen guten Freund hast, beispielsweise, du hast einen guten Freund und du willst unbedingt mit ihm reden, dann redest du mit ihm. Er hört dir zu, er gibt dir Antwort und du fühlst dich wohl. Genau. So musst du einen Psychologen oder Psychiater auch sehen. Also kann natürlich, man, du gehst zu einem Psychiater, Psychologen und das muss passen, die Chemie muss stimmen. Ja, klar. Ne? Klar. Also wenn ich zu einem Psychologen gehe oder Psychiater und der sitzt dann, schau auf die Uhr und Gott, ich würde auch sofort gehen. Ne? Die Chemie muss stimmen und dann kann man sich wirklich intensivst über alles unterhalten und man kann vieles reflektieren, was vielleicht im Leben wichtig ist, um dann wieder neu durchzustarten. Manchmal ist das so. Du hol einfach tief Luft, geh diesen Weg und dann nimm Schwung. Aber warum fällt es denn den Menschen so schwer, über sich selbst nachzudenken? Sie haben Angst, ihre Schwächen zu zeigen. Menschen wollen sich nicht eingestehen, dass sie schwach sind, dass sie Schwächen haben. Sie wollen nach außen immer funktionieren, sie wollen nach außen hin immer Stärke zeigen. Aber auch gleichzeitig die, die schwach sind, immer noch schwächer machen. Denn sie weiden sich ja an dem Leid der anderen, an den Niederlagen der anderen. Wir haben eine teilweise schon verkorkste Gesellschaft, das muss man mal so sagen, wie es ist. Und je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich auch an die Worte meiner Patientinnen und Patienten denke, und sie kommen aus allen Stufen, ich habe ja gesagt, ich habe muslimische Familien, jesidische, kurdische, aber auch viele deutsche Familien. Jedes Problem ist zwar in ihrem Problem entwickelt ein anderes, und doch sind sie alle gleich. Verstehst du? Ja, klar. Also, man kann über alles reden. Und Mobbing zum Beispiel, wenn ein Kind, also ein Mensch in der Kindheit gemobbt wurde, kann so ein Kind auch zu einem Täter werden später? Zu einem grausamen Täter? Mobbing können auch zu einem Täter werden, ja. Aber die meisten Mobbing-Opfer, die ich bisher kennengelernt habe und die auch bei mir, bei meinem Kollegen Bernd Strönland, der Psychiater aus Oldenburg, in der Praxis sind, sind eher Zurückgezogene. Sie haben sich zurückgezogen, sind eingeegelt. Ganz wenige Fälle, ich hatte so einen Fall, der dann am Mockerlauf ist in Stuttgart, Winnenden. Das war ein ganz spektakulärer Fall. Mhm. Den hatte ich bei mir in der Betreuung, in der schulischen Betreuung. Und ein halbes Jahr später, nachdem ich die Schule verlassen hatte, ist er dann amok gelaufen. Aber da haben so viele Faktoren eine Rolle gespielt. Irgendwann war das fast bei ihm zum Überlaufen nah. Aber wenn jetzt, sage ich mal, so ein Mensch, der, wenn man weiß, der könnte zu so einem Täter werden, was kann man denn dagegen tun, außer mit ihm zu sprechen? Also wenn du jetzt weißt, ich habe Probleme, psychische Probleme, und du weißt zu 100%, Seid könnte zu einem grausamen Täter werden. Aber reden bringt nichts. Seid. Diese Unterhaltung würde nichts bringen. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht zu weit hergeholt, aber... Nein. Macht das nicht vielleicht Sinn, so einen Menschen echt wirklich, keine Ahnung, in die Psychiatrie zu stecken? Jetzt möchte ich dich mal an deine eigenen Worte erinnern, als du mal ausgesagt hast, ich glaube, das war bei Stern TV, wenn mich nicht alles täuscht, man kann nicht in die Köpfe hineinsehen. Ja. Du weißt nicht, was in ihnen wirklich vorgeht, was sie wirklich denken und was sie wirklich zu tun gedenken. Du kannst versuchen, entgegenzusteuern. Du kannst versuchen, ihn zurückzuholen aus der Entfernung, in der er gerade sich befindet. Aber du kannst nicht in den Kopf hineinschauen und du weißt nicht, ob er im nächsten Moment doch zu etwas fähig ist, was für uns alle, ja. Ich hab zum Beispiel... ein Video letzte Woche hochgeladen bei YouTube, wo jemand Blutrache für seinen Bruder genommen hat. Da habe ich seine Geschichte erzählt. Und sagen wir jetzt mal zum Beispiel, ich sitze jetzt bei dir, mehrere Sitzungen und sage zu dir, Olaf, ich habe diese Gedanken, Blutrache zu nehmen. Und ich komme davon einfach nicht weg. Und auch die Gespräche mit dir bringen nichts. Mhm. Fühlst du dich denn selber so in der Verantwortung? Ist jetzt, wie gesagt, auch wieder zu weit hergeholt. Deswegen ist das Gespräch ja auch so interessant, zur Polizei zu gehen und zu sagen, hey, Seid, ich möchte vielleicht jemanden umbringen. Obwohl ich die Tat ja noch nicht begangen habe, kann man mich ja nicht ins Gefängnis stecken oder in die Psychiatrie stecken, aber ins Gefängnis auch nicht. Weil du musst erst für dich eine Gefahr sein oder für andere. Das Psychiatriegesetz in Deutschland, das PsychG, ist ein sehr schwieriges und kompliziertes Gesetz. Ja. Erst wenn du sagst, wenn du zu mir sagst, ich bringe mich um oder ich will mich heute umbringen, dann weise ich dich sofort ein. Wenn du sagst, ich werde heute jemanden umbringen, dann kann ich dich auch sofort einweisen lassen. Aber ich denke, darüber nach bringt nichts. Ich denke nur darüber nach, bringt überhaupt nichts. Das ist so. Das ist aber schon hart, ne? Das ist hart, ja. Und deswegen haben wir auch mitunter auch Opfer. Sehr viele Opfer. Ne? Ja, wenn ich jetzt 10 Sitzungen bei dir sitze und sage, Olaf, ich denke darüber nach, meinen Nachbarn umzubringen. Also wenn du 10 Sitzungen bei mir sitzt und du denkst immer noch drüber nach, dann werde ich Pizzabäcker. Ne? Dann kann ich mal entschuldige sein. Dann bin ich an der falschen Stelle. Nach 10 Sitzungen. Natürlich. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt Menschen, denen kannst du helfen als Psychologen, aber es gibt Menschen, denen ist nicht zu helfen. Ja. Oder? Weil sie einfach zu besessen davon sind, von dem, was sie denken. Aber dafür gibt es dann auch die Psychiater. Die Psychiater arbeiten dann mit Medikation.
Wo ist denn der Unterschied zwischen Psychologe und Psychiater? Der Psychiater ist medizinisch durch und durch. Der hat, der kennt alle Medikationen, die notwendig sind, um Psychosen, Schizophrenie oder Angstzustände mit Medikamenten zu behandeln. Ach so. Wir Psychologen, wir, oder ich zumindest, ich mache immer Erstdiagnostik, mache erste Hilfe in Notsituationen. Wenn jemand vom Dach springen will, wenn jemand sich tatsächlich umbringen will, dann versuche ich zu intervenieren. Oder wenn Menschen zu mir kommen, weil sie Hilfe brauchen innerhalb der Familie. Ne? Und dann schicke ich die zu meinen Kollegen oder zu einem anderen Kollegen und versuche dort für die halt die entsprechende Hilfen. Was würdest du denn so einem Menschen sagen? Zum Beispiel eine Frau ist Vergewaltigungsopfer, kommt damit einfach nicht zurecht und kommt jetzt zu dir und sagt, Olaf, ich komme damit nicht zurecht, ich möchte mich umbringen, ich möchte mir das Leben nehmen. Ich fühle mich einfach nur noch eklig. Dieser Mann hat mir etwas angetan, wovon ich mich niemals erholen werde. Wie beruhigst du diesen Menschen oder wie bringst du diesen Menschen dazu, von diesen Gedanken wegzukommen? Es gibt viele, viele Möglichkeiten, den Menschen zu helfen oder dieser Frau zu helfen. Wir haben viele Einrichtungen, viele Organisationen, aber auch gute Ärzte, gute Ärztinnen und Pädagoginnen, die dann versuchen, in erster Linie erst einmal dort Abhilfe zu schaffen. Also gibt es viele Anlaufstellen? Es gibt viele Anlaufstellen. Natürlich muss man die wissen. Und deswegen sind so ich in der Krisenintervention, mein Kollege in der Praxis, wir haben alle sind alle im Netzwerk verdichtet. Wir haben sofort die Möglichkeit, dort einzuschreiten und zu helfen. Hat auch so ein Patient sich mal umgebracht? Einer deiner Patienten? Gleich am Anfang, als ich mit meinem Studium fertig war. Ja, und die Patientin, mal kurz erzählt, ne? Die Patientin hatte von ihren Eltern immer, von ihrer ganzen Familie, du bist nichts, du kannst nichts, sie nahm Drogen. Ja. Dann kam sie zu mir und ich habe sie wirklich auf Vordermann gebracht und sie fing an zu studieren. Okay. Sie fing an zu studieren. Und jetzt kommt der Hammer. Sie macht ihren Abschluss und eines Tages klingelt bei mir unten an der Haustür die Polizei. Kommen Sie mit, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Ich bin ins Auto gestiegen. Wir sind in Freyung, Grafenau, große Brücke, 70 Meter hoch. Und da saß sie auf dem Geländer. Alles war abgesperrt. Und dann sagte sie, sie will nur mit Ihnen sprechen. Und dann habe ich zu diesem Polizisten gesagt, nur zu Ihrer Information. Ich gehe jetzt zwar hin, aber sie wird springen, so oder so. Und dann bin ich hin, habe mich auch aufs Geländer gesetzt und ich hatte Höhenangst. Ich hatte Höhenangst. Habe mich aufs Gelände gesetzt, habe ihr die Zigaretten rübergeschoben. Wir haben noch eine geraucht. Und dann hat sie gesagt, danke für alles. Ich habe es meinen Eltern und der Gesellschaft bewiesen, dass ich kann. Aber sie wollte sich schon immer umbringen, schon immer. Aber sie hat ihren Eltern und der Familie, der Gesellschaft gezeigt, sie kann etwas. Sie hat ihren Abschluss gemacht. Und an dem Tag ihres Abschlusses. Und das Grausame war, ich sah sie dann fallen. Und das ist dann wie so ein Zeitlupe-Effekt. Ich war gerade fertig, auch. Ne? Das war für mich wie so ein Zeitlupeneffekt. Aber das war der einzige Fall. Bei der wusste ich, sie springen sowieso. Wenn du etwas nicht hattest du kannst, nicht die Möglichkeit, sie festzuhalten oder so? Nein. Wir waren zu weit auseinander. Ich durfte auch gar nicht näher. Ach so, okay. Aber wir haben noch eine geraucht. Also du bist hingegangen, hast dich hingesetzt. Wie hast du das Gespräch angefangen mit ihr? Sie fing an. Wie hat sie gesagt? Ich wusste, dass sie sagt, danke für alles. Sie hat sich nur bedankt. Sie hat sich bedankt und gesagt, ich habe es allen bewiesen. Ja. Hat ihre Zigarette aufgeraucht und ist gesprungen.